Ich würde ja einen anderen Stuhl nehmen, aber der quietscht genauso, der raschelt dann so. Aloha und willkommen im Lockdown 2.0. Aber wir sitzen hier ja sowieso immer bei Fenster auf und sechs Meter voneinander entfernt. Darum macht uns das hier im Podcasten, dem besten Podcast, der besten Fachstelle für Suchtprävention im ganzen Saalekreis, mal rein garnischt aus. Moi, Frau Hammer, beste Fachstelle. Einzigste Fachstelle und immer noch der einzigste Podcast. Ach, ist ja auch egal. Übrigens ganz schön äh, kalt und so. Und wir haben uns mal erlaubt, die Maske abzuwursteln, sonst äh, würde man ja nichts verstehen. Frau Tiffy, Stimme der Unvernunft. Ja, lange nicht gesehen und gehört, aber war ja auch einiges los vor dem Lockdown. Mhm, stimmt, das letzte Mal hatten wir uns doch über diesen äh, Aktionstag unterhalten, der bei dir anstand. Ja, Aktionstag G, der Sonderklasse, waren in letzter Zeit. Also zum elften Mal hat stattgefunden ein Projekttag namens Lucky Luke Raucht nicht mehr, Tabakprävention für Sekundarschulen, in diesem Jahr in Teutschental, an der Sekundarschule Teutschental, mit hochmotivierten Lernenden und hochmotivierten Lehrenden, Bürgermeister, Landkreis, regionalen Präventionsanbietern. Ein wirklich schöner Tag, muss man sagen, mit echt netten SchülerInnen. Hm. Ja, und dann haben wir den ersten Speaker's Corner im Landkreis anlässlich des Tages des alkoholgeschädigten Kindes durchgeführt, einen Fernsehbeitrag erstellt und Presseartikel motiviert. Also, wir waren ganz schön in den Medien und das war ein wirklich erhellender Tag. Ein zweiter Beitrag soll folgen. Und ich habe Never Smoke in zwei siebten Klassen in Querfurt umgesetzt. Das ist Tabakprävention in drei Modulen. Das bekommt auch noch einen Flyer und ein richtiges Konzept und wirklich spannend und hoffentlich insofern zielführend, dass die Kids nicht oder so spät wie möglich mit dem Rauchen beginnen und wir haben also im Sommer also es ist auch schon wieder es ist her also im Sommer ähm, Kita Move umgesetzt also ein dreitägiges Angebot für Erzieherinnen und Erzieher aus dem Elementarbereich und es waren also elf sehr interessierte Leutchen aus ganz Sachsen-Anhalt mit äh, denen wir zu motivierender Gesprächsführung und den widerstandsreduzierten Umgängen mit Eltern in der Kita gearbeitet haben. Also ähm, erschwerte Rahmenbedingungen, weil extrem warm und draußen auf dem Flur war Corona und drinnen im Raum war dann natürlich kein Corona, weil das kann das ja auch. Klar. Ähm, genau. Und das waren aber wirklich äh, spezielle Energien und aber auch irgendwie schon gefühlt extrem lange her. Ach, apropos äh, Energie, das äh, passt ja jetzt eigentlich. Das war jetzt quasi schon mal der Nachschlag, ja. Ohne mhm. dass ich fragen musste. Sehr, sehr schön. <laughs> ähm, aber auch mal wieder übelst geschmeidig reingeslidet ins Thema der Woche. Du hattest mir ja äh, das letzte Mal zur Abwechslung ein bisschen was Heiteres für heute versprochen. Heiter, heiter, ja, ja. Heiter, heiter. heiter, heiter. <laughs> Und welcher Bereich der Suchtmittellandschaft könnte denn heiterer sein als der der Partydrogen? Party. Vom heimischen Chemiebaukasten übers Feuerzeugbenzin ist ja quasi alles möglich. Alles. Und nicht erst seit how to sell drugs online. Mhm. Fast sind Stimulanzien mal wieder in aller Munde. Moha mhm. ja, hast, du, hast du das eigentlich geguckt? Ähm, ja, also ich habe auf Empfehlung hoffnungsvoll losgestreamt. Und mhm. bin irgendwie schnell gelangweilt gewesen, obwohl Top-Besetzung. Ja, äh, ja, ja. Ja. Spannend finde ich, dass die Serie auf einer wahren Begebenheit beruht. Also, das fand ich irgendwie witzig, dass Shiny Flakes, das Ende einer beispiellosen Dealer-Karriere, mhm. ähm, nach zwei Jahren und vier Millionen Euro hops genommen wurde. Hm. Was mir dann natürlich gleich in den Kopf kommt, was wird der junge Mann nach sieben Jahren Haft fühlen und denken? Wie kommt man dahin, mit 20 Jahren Drogenbaron sein zu wollen? Und was ist schiefgelaufen? Naja, vor allem, wenn man sich erwischen lässt, ja. Mm, naja. Ähm, <laughs> aber, aber meinst du, äh, ich meine, die Kiddies sind ja alle irgendwie auf Netflix unterwegs, mm. ähm, dass durch sowas wie die Serie das Ding dann schmackhaft gemacht werden könnte? Ja, naja, gute Frage. Also, was vermittelt denn eine Serie mit dem Titel, wie man schnell Drogen online verkauft? Also, was habe ich gesehen? Drogen sind eigentlich ganz nett und so richtig viele Nachteile gibt es eigentlich nicht. Selbst der Dealer Bubba wirkt da eher wie eine bemitleidenswerte Witzfigur. Es gibt einen Krankenhausaufenthalt wegen Überdosis, der ist aber irgendwie nicht schlimmer als eine Mandel-OP. Und wer war schuld? Also, nicht Ecstasy oder so, sondern die Überdosis. Hm. Was habe ich gesehen? Wie kann man sich nur so Anstellen und gefährlich wird es nur dann, wenn die Eltern nach Hause kommen und das Zeug ist nicht fix genug weggeräumt. Ja, Standard. Aber hm. sag mal, da kommt heute extrem früh <laughs> die Spaßbremse in dir hoch. Aber Immerhin ist es ja auch eine Netflix-Produktion und noch dazu im Bereich Comedy angesiedelt. Ja, schon, aber lass uns mal aus der anderen Ecke gucken. Was ja. wissen wir über die Wirkung von Stimulantien, zum Beispiel Ecstasy? Nach dem Konsum kommt es oft zu Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Angstzuständen und Depressionen. Kannst du überall nachlesen? Hm. Davon habe ich in der Serie absolut nichts gesehen. Und es gibt unangenehme Nebenwirkungen, die sich bei regelmäßigem Konsum einstellen. Zum Beispiel kannst du auch überall nachlesen: Mundtrockenheit, Übelkeit und Verspannung der Kiefermuskulatur, später möglicherweise auch Schäden an Leber, Niere, Herz, Hirn und so weiter. Davon habe ich überhaupt nichts gesehen. Das wird null thematisiert. Na, na, aber hier der eine, der hat doch zumindest gekotzt. Mhm. Und, und das blonde Mädchen, die war ja nun auch nicht so der sprudelnde Freudenquell, so von wegen Depressionen und so, ne? Hm. Na gut, also <laughs> dann ein anderer Realitätscheck. Wer in der Serie Stoff braucht, Fragt einfach mal den Mitschüler aus dem Sportleistungskurs. Wer was verkaufen möchte, hängt sich an die Nerds im Matheleistungskurs. Alles kein Problem. Solange man sich an ein paar Regeln hält, wird auf Drogen nur noch alles besser. Und am nächsten Morgen hat man lediglich ein zerknautschtes Gesicht. Ist doch eigentlich Blödsinn, oder, was Sie da vermitteln. Und, also, was ich noch wichtig finde, keiner denkt über die Folgen nach. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Eine Bedienungsanleitung, finde ich, ist es. Irgendwie eine nach der anderen. Also man sieht da schon viel Bedienungsanleitungen, die auch also gut verständlich sind. Und vor allem ähm, thematisch insgesamt sehr beschränkt, finde ich. Das Leben bietet ja an sich mehr äh, Themen und eigentlich auch mehr Tiefgang. Ah, okay, ich sehe schon. Äh, dann, dann will ich dann will ich doch jetzt mal einen Faktencheck, ja. wenn dir da so viel gefehlt hat. Unbedingt. Ja, naja gut, aber wo fängt man denn dann nur eigentlich an? Wovon reden wir denn? Äh, reden wir über Badesalz? Reden wir über Heroin, Krokodil, Crystal Coke, Speed? Kann man überhaupt irgendwas einheitlich checken in dem Bereich? Ähm, genau, also wenn wir über Stimulantien reden, und das ist ja heute unser stimulierendes Thema, dann reden wir genau darüber, über das Aufgezählte, und zusätzlich können wir auch noch reden über Kaffee, Ephedrin, Amphetamin. Hey, nicht über, nee, komm, nee, nee Kaffee reden wir nicht. <laughs> Gut, Kaffee nicht, dann Mess, Ecstasy und Riechsalze. Weißt du ja, die Damen früher, die hatten ja auch Riechsalze unterm Näschen. Hm. Was eint sie alle? Das ist echt eine gute Frage. Ähm, kurz zusammengefasst, sie sind alle Aufputschmittel und durch die Aktivierung des zentralen und peripheren Nervensystems können sie zu einer ganzen Bandbreite von Wirkungen führen. Also mhm. dazu gehört zum Beispiel Verbesserung der Aufmerksamkeit, das kennst du ja vom Kaffee, mhm. Konzentration, Wachsamkeit. Also, der Körper wird irgendwie in so einen, so einen Fluchtmodus versetzt. Produktivität, also man kann auch wirklich stundenlang Kuli schnipsen und Pickel ausdrücken. Aber auch der Puls wird erhöht, der Blutdruck wird erhöht und die, das Appetitempfinden wird verringert. Die stimulierenden Effekte entstehen pharmakologisch hauptsächlich aufgrund der Erhöhung von Endorphin. Also, Neurotransmitter werden aktiviert, Dopamin und Serotonin. Und typische Stimulanzien wie Amphetamine oder Ephedrin sind chemisch mit den eben genannten Neurotransmittern. Äh, übelst verwandt, der Körper kennt das irgendwie und erinnert sich auch und je nach Dosierung und Substanz können neben den stimulierenden Wirkungen auch Veränderungen der Sinnes- und Körperwahrnehmung, gesteigertes Selbstvertrauen sowie Veränderungen der Stimmung und Euphorie auftreten. Also das kennen wir von Messkonsumenten mit dem gesteigerten Selbstvertrauen, das sagt manchmal die Polizei, wenn die dann so Verkehrskontrollen machen und Leute, die messkonsumiert haben, aus dem Auto steigen, da wird es dann schon ein bisschen aggressiver zum Teil. Hm. Naja, gut, aber jetzt mal so für mich zusammengefasst klingt es ja eigentlich wie: Wenn man es klug dosiert, dann wird es auch geil. Uh -huh. <laughs> ja, toll, oder? <laughs> da geht es dann um das, das, äh, den vermeintlichen Nutzen und das Abhängigkeits- und Schädigungspotenzial. Also klug dosieren. Naja, obwohl, du sagst ja, manchmal, manchmal heißt es ja auch, oder der alte Spruch heißt ja, die Dosis macht das Gift, ne? Aber uh -huh. hier bei den Stimulanten wäre ich dann doch noch ein bisschen vorsichtiger. Oh, ja, ganz ehrlich, ich möchte es aber nur einmal erleben, dass es kein <laughs> Aber und nichts Negatives gibt. Ehrlich. Und wie gesagt, deswegen machen wir auch keine Folge niemals nicht über Kaffee. Ja, ich, ich möchte es nochmal betonen. ich schwöre, Alles klar. <laughs> okay. Aber heute Stimulanzien, da muss die jetzt durch. Mm. Sie mögen zwar kurzfristig die Stimmung heben, sie tun das aber definitiv auf Kosten längerfristiger psychischer und körperlicher Beeinträchtigungen. Es gibt einen englischen Psychologieprofessor, den Herrn Andrew Parrott, der forscht bereits seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Stimulanzien ganz spannende Forschung weil er eben wirklich nur zu den Stimulanzien geforscht hat und erläuterte in vielen Artikeln und Aufsätzen, warum der Konsum vor allem von Kokain, Amphetamin und MDMA extrem schädlich ist. Er sagt, die meisten Menschen wüssten, dass der chronische Konsum von stimulierenden Drogen nicht gesund ist. Allerdings würde auch der Glaube vorherrschen, dass beispielsweise der gelegentliche Konsum, so wie du gerade sagtest, von Ecstasy zum Beispiel als Partydroge sicher sei. Stimulanzien führen zu Stresssymptomen, sagt er, Unrast, Aggression sowie zu psychischen Störungen wie Depression und Suchtverhalten. Und die Erhöhung der Körpertemperatur und des Herzschlags kann zu Problemen des Herz-Kreislauf-Systems durch Überlastung führen. Das kennen wir von Leuten, die tanzen auf MDMA zum Beispiel oder auf Ecstasy. Die, man stirbt ja daran nicht so, man stirbt ja nicht an der Substanz, sondern Leute, die einfach umfallen und Kreislaufschwierigkeiten haben, junge Leute mit Schlaganfällen, Herzinfarkten und so weiter und verrückt, die meisten der Stimulanzien wurden ursprünglich als Medikamente von Pharmafirmen entwickelt. Mhm und Medikamente sind ja eigentlich an sich was Gutes, ne? Oh, ich freue mich schon auf eine neue Folge zu dem Thema. Ja, das wird bestimmt eine spannende Folge. Also bei Medikamenten ist es ja extrem vielfältig, ja, da können wir ganz lange labern. <laughs> Aber nicht länger als eine halbe Stunde. Du weißt, es gab schon Beschwerden. Ja, ja, es gibt schon, ja Beschwerden gibt es ja immer. Also nochmal zurück zu den Medikamenten. In den vergangenen zwei Jahren äh, fand ich auch interessant, hat ein Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, die sitzen in Köln, 48 neue Medikamente auf ihren Nutzen hin überprüft. Und mehr als die Hälfte der Mittel sind durchgefallen. Also zum Beispiel. Ja, Arzneimittel gegen Krebs, Diabetes, Epilepsie, Multiple Sklerose und andere schwere Krankheiten. Weitere Beispiele? Ich könnte jetzt Nein sagen, aber es wird mir nichts helfen, oder? <laughs> genau. Okay. Ähm, ich habe noch ein paar Beispiele. Das Unternehmen Bayer hat 1898 beispielsweise Heroin als Hustenmittel angepriesen. Geil. Das, jo, voll. Da gibt es auch äh, im Internet ganz kleine Fläschchen noch. Und also so richtig als Medikament verkauft Heroin. Oh. Und im Gegensatz äh, zum Morphium sollte es angeblich nicht abhängig machen. Anderes Beispiel: Amphetamine und Metamphetamine sind typische Beispiele für gezielte Medikamentenentwicklung und Vermarktung. Ähm, immer wird der, das Abhängigkeitspotenzial runtergespielt. Ähm, oder zum Beispiel Ephedrin ist ein mildes Stimulantium, wurde Anfang der 1920er Jahre von einem Pharmakologen aus der Pflanze Muhuang, das sind wir wieder beim chinesischen <laughs> Buch der Pflanzen. Das gute Buch, ja. <laughs> also wurde extrahiert, um es als Medikament gegen Atemnot bei Asthmatikern einzusetzen. Die Pflanze ist eher selten und Chemiker suchten dann relativ früh nach einem künstlichen Ersatz, einem sogenannten Substitut. Und Ephedrin war zum Beispiel anfänglich die wichtigste Zutat bei der Herstellung von Methamphetaminen. Ja, das ist ganz spannend. Also, wenn es um Appetitzügler, Körper- und Asthmamittel oder um, zum Beispiel Medikamente zur Behandlung mh, von ADHS geht oder auch Narkolepsie, äh, haben wir ganz schnell molekulare Verbindungen zu illegalisierten Substanzen. Narkolepsie, das ist doch das, wo man plötzlich anfängt zu schlafen. Ne? Mhm. Das kenne ich. <laughs> das passiert mir auch ab und an, meistens so auf Arbeit. Ähm, ja. Aber steigen wir dann jetzt quasi auch gleich in die Ritalin-Diskussion ein, wo wir einmal bei ADHS waren? Ja, nee, das machen wir nicht. Also, bei da, da könnte man eine extra Folge machen, das schaffen wir heute, glaube ich, nicht. Ähm, es gibt mhm. inzwischen viel nachzulesen über Ritalin, auch kontroverse Debatten mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und am Ende entscheiden die Eltern natürlich die Medikamentierung. Ich finde, viele Eltern haben sich sehr gut belesen über Ritalin. Für Schule und Co ist die Ritalin-Debatte insofern interessant, wenn es um Didaktik, Methodik und Verstehen von kindlichem Verhalten geht. Hm. Ja. Okay, lassen wir mal so stehen. Mhm. Äh, zurück zu unserem Lieblingsthema. Ja. Äh, also, ich will jetzt Party machen mhm. und es soll auch richtig gut werden. Ja. Darum reiche ich nicht nur Bowle und Schnittchen, <laughs> sondern besorge auch noch ein bisschen Koks Aha. als guter Gastgeber. Ne? Mhm. Ist klar. Ähm, und ich kenne tatsächlich, nee, jetzt nur mal so unter uns, mhm. ja, ähm, einige, die zu ihrem Feierabendbier auch gerne mal eine Feierabendlein nehmen oder auch mhm. eine gute Nacht. Bahn, wie ein Kumpel von mir das liebevoll genannt hat. Hm. Ähm, ich meine, wie schädlich Alkohol ist, haben wir jetzt in zwei Folgen schon besprochen. Ähm, hm. Haben wir auch hinlänglich und ich finde übermäßig diskutiert. <laughs> Aber ist denn jetzt nun das eine schlimmer als das andere? Kann man das so sagen? Hm. Naja, ich gucke vor allem auf die Kinder und Jugendlichen, auf Konsumgründe und Umstände des Konsums und Lebensgestaltung. Du bist erwachsen, befürworten würde ich jetzt. Kokainkonsum da auch nicht, aber whatever. Nur noch vielleicht eine Info für dich and friends. In ambulanten Beratungsstellen und Fachambulanzen ist in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage nach Unterstützung aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von Stimulantien zu verzeichnen. Nur mal als Info für deinen Kumpels und so. Man kann das sein, dass du gerade der Ausgangsfrage ausgewichen bist, <laughs> so ein bisschen. Also, wir sprachen <laughs> ja jetzt hier eigentlich nicht von mir und meinen Kumpels. Das war ja quasi nur die Einleitung. Äh, wir waren ja eigentlich bei, bei den Kiddies, ne? Ja. Also, beziehungsweise darauf wollten wir ja hinaus. Man kann das nicht vergleichen. Man kann eine Substanz nicht auf die andere legen und das vergleichen. Die Konsummotive sind anders, die Wirkung ist anders, das Einstiegsalter ist anders. Ich wehre und sträube mich gegen den direkten Vergleich von Substanzen. Hm. Ja. Okay, muss ich so akzeptieren. Ja, bitte, ich bitte darum. Aber ne, originärer Hintergrund deiner Arbeit ist ja die Arbeit mit Jugendlichen bzw. Ja. in Schule und die 15-Jährigen dieser Republik, die werden ja nun nicht vielleicht wie meine Bekannten äh, koksen oder LSD schmeißen oder so. Ähm, was sollte man denn nun als Fachkraft im Umgang mit der Spezies zum Thema wissen? Also ich denke man sollte wissen, dass Cannabis, Beat, also Amphetamin, Ecstasy und Crystal die aktuell am meisten von Jugendlichen konsumierten illegalisierten Substanzen in unserer Region sind. Ecstasy immer noch, ja? Immer noch. Also Ecstasy immer noch und wieder. Wenn Jugendliche von Teilen sprechen, dann konsumieren sie Ecstasy. Ja. Genau. Wir haben grob umgerechnet im Versorgungsraum. Ich habe das mal mit meinen mathematischen Grundkenntnissen mal dahergerechnet. Oh. Versorgungsraum heißt dann Halle-Saale-Kreis. Ungefähr 305. Nee, Quatsch, was laber ich? 950 Kinder und Jugendliche, die sehr nah dran sind am Stimulantienkonsum. So insgesamt. Heißt das, sie stehen daneben? Die stehen daneben, manchmal auch auf der anderen Seite. <laughs> also nah dran, das heißt, sie konsumieren, sie sind hochinteressiert. Ah. Das ist Teil ihres Lebens. Okay. Ja. Und wenn ich mit Jugendlichen arbeite, habe ich in einer Klasse die ganze Bandbreite an Jugendlichen sitzen. Auf der einen Seite die, die gar nichts konsumieren, die sich distanzieren und auch perspektivisch nicht vorhaben zu konsumieren. Und auf der anderen Seite habe ich die Experten und Expertinnen sitzen. Das sind junge Leute, die sich sehr gut auskennen. Und dazwischen gibt es Interessenten, Probierende, also Leute, die schon mal probiert haben oder auch Lust haben, das ein oder andere zu probieren oder die sich zeitlich abgrenzen. Also eine ganze Palette von Konsummustern und Konsummotiven. Und wenn ich in eine Schulklasse gehe, dann gehe ich einmal mit der großen Gießkanne und gieße jetzt quasi die, die Präventionsbotschaften und Ansätze so drüber. Und interessant ist, wenn ich ins Gespräch über Speed, Mess, Ecstasy oder Koks so komme, also wenn wir dann darüber reden, umweht uns so ein Hauch des Verbotenen. Des Spannenden und auch des Elitären irgendwie. Insgesamt ist es dann gut, die Substanzen anzugleichen, also zu sagen, theoretisch, äh, wir haben eine Menge, eine Bandbreite an Substanzen. Jeder Mensch, der irgendwas konsumieren möchte, die meisten konsumieren was anderes. Manche rauchen, manche trinken Alkohol, manche wollen Stimulanzien, manche auch Downer zum Beispiel. Und was mir dann wichtig ist, ist, äh, die Diskussion dahin zu lenken, äh, in Richtung Konsummotive. Lebensgestaltung, Vorbildwirkung von Eltern, den Platz in der Gruppe und wie man den erwirbt und auch die Bewältigung von Einsamkeit, Langeweile und Deorientierung. Ich habe manchmal den Eindruck, die Jugendlichen sind mehr und mehr deorientiert in ihrem Leben. Und wenn ich dann dort angelangt bin, ist die Substanz an sich völlig egal. Dann kann es um Alkohol, Cannabis oder auch das Spielen, Essen oder Nicht-Essen, Ritzen und so weiter gehen. Dann geht es um ganz wesentliche Lebenskompetenzen eigentlich. Mhm. Und wie ist das als Pädagogin? Muss ich denn da besonders gut wissen, wovon ich rede? Oder muss ich mitreden können? Muss ich es wenigstens mal probiert haben, wenn ich das Thema anschneide? So von Genau, was so hast du heute genommen? <laughs> von echt, von Echtheit her? Realness und so? <laughs> Ja, naja, vielleicht. Es ist immer die Frage, willst du mit Jugendlichen arbeiten, die Selbstmordgedanken haben? Musst du dann vom Balkon gesprungen sein vorher oder? Äh, ja. Ja, ja, okay. Ja. Okay, also vielleicht ist es hilfreich. Andererseits glaube ich, äh, gibt es ein paar Kriterien, wenn man mit Jugendlichen da arbeiten möchte. Das eine ist zum Beispiel Glaubwürdigkeit. Also wenn, sollte man sich vorher ein bisschen belesen haben, damit man also sachlich richtig ist und man irgendwelche Märchen oder Mythen erzählt und man hat Experten in der Klasse sitzen, ist man schnell raus. Ähm, man muss Konsummotive kennen, finde ich. Also, warum konsumieren junge Leute? Was haben die für, für Ambitionen und wo kommen die her? Und auch verstehen, ähm, dass es anfänglich positive Wirkung gibt und dass sich auch trauen, das zu benennen. Also, das ist zum Beispiel ein Punkt. Mhm. Dann denke ich, das Angebot muss passgenau sein. Ich muss gucken, mit wem rede ich hier über Stimulanzien. Wie alt sind die Leute? Habe ich Konsumenten oder Konsumentinnen in der Klasse? Kenne ich die Normen und Werte im Zusammenhang mit Konsum? Was ist gerade so in auch? Also, was ist gerade so up to date? Und welche Botschaften möchte ich vermitteln? Wenn ich sage zum Beispiel, wenn du Mess nimmst, dann werden dir sofort alle Zähne rausfallen, dann kann ich eigentlich schon aufhören mit meiner Veranstaltung, weil da wird mich keiner mehr ernst nehmen und vor allen Dingen nicht die äh, Christelkonsumenten. Ähm, wenn ich mit Erwachsenen zu Christel arbeite oder zu Methamphetamin arbeite, werde ich immer wieder gefordert oder aufgefordert, diese Faces of Mess zu zeigen. Also quasi abschreckend. Das passiert mir in der Alkoholprävention nicht. Da wünscht sich niemand, dass ich irgendwelche bekotzten Alkis, die auf der Straße rumliegen, zeige. Also das ist total Komisch. interessant. Ja, das ist wirklich <laughs> verrückt. Äh, dass wir bei, bei Stimulanzien, die wir nicht kennen oder die, ja, die eher unbekannt sind, dann äh, Abschreckung gewünscht ist. Was ich selber kenne, da bin ich dann ein bisschen, äh, genau, mhm. <laughs> nicht mehr ganz so streng. Mhm. Ja, und wenn ich möchte, dass Jugendliche ihr eigenes Verhalten reflektieren, muss ich natürlich ähm, Stigmatisierung und Skandalisierung vermeiden. Ähm, also alle werden Pickel kriegen wie verrückt oder Kristelagne, die anfangen Christel zu nehmen. Das stimmt so pauschal. Einfach nicht und ist auch äh, im Prinzip nicht so spannend. Äh, stell dir mal vor, du hast dann einen äh, drin sitzen, der hat Pubertät wirklich schwer oder hat einfach Akne, angeborene Akne, und der, mit, mit dem wird dann diskutiert, aber vielleicht Christel konsumiert oder so. Also mhm. schwierig, ja. Mhm. Genau. Und ähm, wichtig ist auch, dass es nicht um die Reduzierung äh, von Persönlichkeit, also auf die Reduzierung, nein, jetzt fange ich nochmal an. Wichtig ist es auch, dass es nicht um Persönlichkeitsdefizite geht, sondern tatsächlich um die Entwicklung von Risikomanagement und, was ich sehr wichtig finde, Ablehnungsstrategien. Entschuldigung, ich war kurz irritiert. Was war das Letzte? Risikomanagement. Ja, Risikomanagement. <laughs> Gefällt mir. Äh, ist ja ähnlich wie, dass ich mich beim Autofahren anschnalle oder äh, Kondome beim Sex benutze. Mhm. Ja. Oder auch brandaktuell, dass ich meine verdammte Maske richtig trage. Mhm. Ja, ja, das fällt auch in die Kategorie. Obwohl, wenn du dann noch weißt, wie man das Kondom benutzt, <laughs> das könnte ja sein, oh. oder dass die Maske auch über die Nase muss, bist du fast schon im risikoarmen Bereich. Das fast gefällt mir irgendwie nicht, aber ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ja, danke. Aber jetzt, jetzt noch mal nur so unter uns, ja. Ähm, ich vermute, wie immer, trotzdem wissen die jugendlichen Konsumierenden äh, oder zumindest auch die Interessierten bestimmt hundertmal besser drüber Bescheid als die klugen Pädagog*innen. Ja. ja? ja. Darum auch heute die Frage: Müssen ja? wir denn da wirklich immer noch drüber reden? Ähm, ja, und das wollen wir ja auch. Ja. Ja. <laughs> Ja, also ich habe wenige Lehrer und Lehrerinnen erlebt, die sich das zutrauen, mit ihren Schülerinnen über Stimulantien zu sprechen. Das ist wirklich verrückt. Also Alkohol, Tabak, das geht noch. Cannabis geht auch irgendwie noch. Aber bei Stimulantien hört es dann irgendwie auf. Ich denke, ein guter Einstieg, um da irgendwie rinzukommen, äh, und das heißt jetzt wirklich so, könnten Gespräche über elektronische Musikveranstaltungen sein. Das heißt wirklich so. Elektronische Musikveranstaltungen. Du, du willst Musikveranstaltungen. mich doch hier gerade irgendwo hinschieben. <laughs> Hier nee. Techno, Bum Ja, ja, oder so. Oder überhaupt. Irgendwo, wo Mucke, Mucke ist. Ähm. Und äh, weil äh, hier spielen Stimulantien eine große Rolle. 63,5 Prozent der BesucherInnen solcher Musikveranstaltungen konsumieren Ecstasy. Es ist schon schön, wenn es Traditionen gibt, die sich halten. <laughs> Über die Generationen, finde ich. Das, das beruhigt mich immer. Ja. Also das ist tatsächlich so, das beschreiben Jugendliche auch, dass wenn äh, Musik ist und Party ist, dass eben mehr Stimulanzien auch äh, konsumiert werden, um Party noch schöner zu gestalten. Ich möchte, dass LehrerInnen Fragen stellen, sich interessieren und die Scheu vor dem Thema ableben ablegen, aus Angst unwissend zu sein. Wenn wir ignorieren, geht es immer nach hinten los, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich weiß, und das wissen die Kolleginnen auch, LehrerInnen sind keine Suchtberater, das ist klar. Dennoch sollten sie das Hilfesystem kennen und im Falle eines Falles auch immer darauf verweisen. Wir haben bei uns im Saalekreis und auch in Halle drei Suchtberatungsstellen, die offene Sprechzeiten haben, da kann man immer hin. Da kann man auch als LehrerInnen Mal anrufen und sich informieren. Ich habe den Eindruck, der die Schülerinnen konsumiert dies oder das. Was könnte das sein? Und äh, gibt es da mal einen Flyer oder können Sie mir dazu was sagen? Also das geht auch. Cool. Und ich möchte Eltern bekräftigen, nachzuhaken, ins Gespräch zu kommen, sich Hilfe zu holen und eventuell auch als Elternteil eines konsumierenden Jugendlichen in der Suchtberatungsstelle mal anzurufen und sich dort Know-how zu holen. Hm. Genau. Und dann ähm, gibt es natürlich, wenn wir über Stimulanzien reden, auch noch relevante Gruppen, auf die man auch nochmal Augenmerk legen sollte. Zum Beispiel jüngere Eltern oder sehr junge Eltern, mhm. Frauen und Schwangere. Und ähm, was ich noch spannend finde und unbedingt hier noch sagen will, der, das Suchthilfesystem beschreibt im Zusammenhang mit Stimulantien zahlreiche weitere Krankheitsbilder, insbesondere psychische Erkrankungen. Also wir reden hier tatsächlich von Stimulantien, wenn wir von Stimulantien reden, über Substanzen, die Wirkungen haben, sichtbare und fühlbare Wirkungen. Okay und wenn ich dann jetzt mit diesem ganzen Wissen dennoch oder vielleicht gerade deswegen eine mutige Lehrkraft wäre. Juhu. Ja, was könnte ich denn dann mit meinen Schutzbefohlenen zum Thema machen und vor allem ab wann? Das ist eine gute Frage und ähm, das möchte ich total auch gerne beantworten, weil ich hoffe, dass ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und Eltern und Pädagogen hier zuhören. Mhm. Ähm, ich finde den Übergang von Klasse 8 in Klasse 9 bezüglich Stimulantienkonsum sehr spannend. Also da entscheiden sich nochmal, in diesem Sommer entscheiden sich immer nochmal ganz, ganz viele Sachen hin zum Konsum oder auch weg vom Konsum. Konsum. Mhm. Es geht hier um Vorbilder, es geht um Strategien, Platz in der Gruppe und natürlich auch Sexualität. Ich habe in Vorbereitung dieses Podcastens in mhm. meinen Materialien gewühlt und habe, ich, hätte mich, ich habe mich was nicht mehr eingekriegt, ein Medienpaket Ecstasy aus dem Jahr 1900. Was jetzt nochmal? 1989 gefunden. <laughs> wow. Das hat mal 20 D-Mark gekostet. Ein wirklich tolles Material mit Film, Filmbegleitheft, Unterrichtsmaterial und ähm, für, für Zielgruppe Begleitperson steht da, das fand ich auch noch mal interessant und auch zur begleitenden Elternarbeit. Und grob quer gelesen geht es um Partykultur, Technoszene, Risiko, Lust, Risikomanagement und mhm. Lustmanagement und psychotrope Akuteffekte. Also, das ist oh. krass irgendwie. Und das ist 30 Jahre her und aktuell wie nie. Leider kann ich die Filme nicht mehr gucken, weil Äh, Heißer Tipp: geh in Schule. Da, du findest in jeder Schule zu 100% noch ein VHS-fähiges Gerät. Ah, okay, danke. <laughs> Aber ich, ich meine, wir hatten das ja schon, ne? Also, Ecstasy ist ja offensichtlich äh, noch ein Thema. Ja. Ähm, aber ich dachte eigentlich, das hätte sich so mit Ende der Love-Parade-Ära von selber erledigt. Hm, aktuell wie eh und je. Also es werden Teile konsumiert und wenn Teile da sind, ähm, ist auch egal, wo die herkommen und zum Teil mit Kirsch runtergespült. Ähm, Ecstasy ist existent. Ecstasy ist existent. Okay. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben uns 2013 wirklich viele Gedanken gemacht bezüglich des damals steigenden Kristallkonsums. Mm. Es gab mehr und mehr jugendliche KristallkonsumentInnen, auch an Schule, also Lehrer und SchulsozialpädagogInnen haben das beschrieben. Also haben wir damals ein paar KollegInnen aus präventionserbietenden Bereichen und die Fachstelle beschlossen, eine Box herzustellen mit Unterrichtseinheit Methoden spielen Musik und Informationen rund um Methamphetamin eine Kristallbox quasi. Genau, eine Kristallbox. Ja, und die wurde sogar über die Ländergrenzen hinweg bekannt. Also wir haben die wirklich produziert. Mhm. Sie hatte ihre Zeit, Entwicklungszeit, Einsatzzeit, Diskussionszeit. Und äh, die, Teil, die Box ist Teil eines kompletten Boxensystems. Also wir haben Alkoholbox, Tabakbox, äh, Cannabisbox und auch eine Essstörungsbox entwickelt. Und kann PädagogInnen oder LehrerInnen beim Einstieg in das Thema Stimulanzien auf jeden Fall unterstützen. Hier die Box, guck es dir an. Oh, übel nice. Mhm. Jetzt mach mal auf die Kristallkiste. Ja, wenn ich so lange nicht verwendet habe und dann wieder in, der Hand, in die Hand nehme, bin ich jedes Mal erstaunt, wie schlüssig wihihi, und gut designt alles ist. Sieht doch gut aus, oder? Ja, ja. Okay. Wollen wir was spielen aus der C-Box? Da musst du doch nicht zweimal fragen. Okay. Wir spielen Dialogo. Dialogo. <laughs> Dein <Da> <laughs> Ernst. Alles klar, ne? dann mach mal, du Pädagogo. So, okay. Du hast hier sechs Kategorien. Christel allgemein, Wirkung und Nebenwirkung. Mischkonsum, Crystal und Sexualität, SOS, Safer Use und Don't Crystal Be Happy. Wähle eine aus und entscheide zwischen Frage 1, 2 oder 3. Ah, na da fällt mir ja die Auswahl gar nicht schwer. Ich nehme Crystal und Sexualität, Frage 1, los geht's. Oh, okay, Sex und Crystalkonsum. Was sind die erwünschten Wirkungen? Was glaubst du? Mmh. Mhm. Ähm, ja, schnellere Kontaktaufnahme, mhm. äh, Schamgrenzen fallen schneller, mhm. äh, intensivere Gefühle vielleicht sogar auch. Oh, sehr gut, das sind schon mal drei Punkte. Sehr, Anna. sehr gut. Zum Krass. Beispiel, sollst du jetzt Biolehrerin sein und nur dieses Thema besprechen wollen, die anderen Kategorien quasi nicht, gäbe es das Teacher-Tool und hier noch ein paar Folgefragen, mhm. zum Beispiel nach den Risiken, nach Christel und Impotenz, inklusive Antworten und Links. Also wirklich ein erhellendes Material. Okay, also auch hier so Missbrauch, Verhütung, Schwangerschaft, etc. Etc., genau, etc. Alles, alles mit behandelt und besprochen. Wir haben so FAQs in einem Handbuch für MultiplikatorInnen und da kann man auch alles nochmal nachlesen. Ja, mit Jugendlichen darüber zu sprechen ist wichtig, weil ich glaube, Elternhäuser fallen diesbezüglich mehr und mehr aus. Gern auch Alkohol in die Diskussion einbinden, über Kondome zu fachsimpeln, äh, finde ich sehr wichtig. Ja, hätte ich halt auch alles gewusst, ne? Verrückt. Dann machen wir es mal ein bisschen persönlicher. Hm, na gerne doch. Don't Crystal be happy. Frage: Werde was spielt eine Rolle, wenn es um deine eigenen Entscheidungen bezüglich Drogen geht? Hätte ich das geahnt. <laughs> äh, naja, Alkohol ist ja zum Beispiel auch eine Droge. Also, mhm. na grundsätzlich schon ähm, Gesundheit. Mhm. Äh, Wissen, also verfüg mhm. Verfügbarkeit. Ja, ich klar. habe gehört, gestern zum 11.11. gab es bei Aldi sogar Verkaufsverbote für Alkohol. Krass. Da waren viele Leute sehr äh, erschrocken und irritiert. Und abos bestimmt auch, oder? Mit Sicherheit, mhm. mit Sicherheit. Ähm, naja, dann vielleicht auch noch Gesetze, ja. Wer darf wann was kaufen? Darf ich es überhaupt kaufen? Mhm. Und auch Risikobereitschaft, ne? Ja, und auch man, man hat so unterschiedliche Lebenssituationen. Manchmal ist man risikobereiter, da hat man irgendwie Bock auch auf Risiko und manchmal halt gar nicht. Ja, Der kommt halt auch auf die Tagesform an. Ne? Ja. So Zufriedenheit, brauche ich jetzt ein Bier, brauche ich jetzt ein Joint oder auch nicht, ist alles cool. Genau. Ja, Ja, cool. Also das kann alles besprochen werden, zum Beispiel aber auch, wie man mit Liebeskummer umgeht. Das ist auch ein oh. schön, ja, das ist auch ein voll schöne. Ähm, Diskussionen und schöne Gespräche gibt es da oder auch über Ziele. Also, ich habe mich neulich mit Jugendlichen über Ziele unterhalten. Wer von euch, das waren 28 Schüler in der Klasse, weiß, was er mal werden möchte? Da haben sich drei gemeldet. Wow. Ja. Aber dieses, dieses Dialogo ist wirklich ein schönes Tool. Ja, nett, ne? Das mhm. klingt irgendwie gerade so, so voll, so, so schön und so voll entspannt. Und wo wo kriege ich, krieg ich denn jetzt so eine Box her, wenn ich eine möchtete? Also, wenn du eine möchtest, äh, würdest du die auf jeden Fall von mir kriegen. Die meisten meiner Schulen im Landkreis Saalekreis haben selbst schon so eine Box vor Ort. Und äh, Schulen, die noch keine haben, können die bei mir bestellen. Und verpflichtend ist natürlich eine Schulung dazu. Man muss einmal zumindest über Christel geredet haben und die Box äh, probiert haben, damit man sie dann auch gut einsetzen kann. Okay, cool. Äh, so, jetzt, jetzt mal andersrum. Ich mhm. habe jetzt auch mal hier spontane Assoziationskette. Was fällt dir zu, Koks ein? Zu Koks? Zu also Koks. Okay, was also. fällt mir zu Koks ein? Ich hatte meine Freundin, das erzähle ich nachher. <laughs> okay, was fällt mir ein? Blätter... Dann fällt mir ein, 1% Substanz in den Blättern, also das ist jetzt ohne so dicke, was fällt mir ein? Man braucht viel Chemie, um überhaupt Kokain herzustellen, er ist extrem umweltschädlich, Koksen hat immer was mit rituellen Handlungen zu tun, da fällt, fallen mir die Inkas ein, es ist also auch keine neue Substanz. Ähm, Sigmund Freud hat äh, mit Koks experimentiert. Ja, da das, das erklärt einiges. Das sonst kann man doch bei normalem Bewusstsein nicht aufs Thema Penisneid kommen. Ah, okay. Ja, möglich. Genau. Dann weiß ich, dass man Kokain zum Teil für örtliche Betäubungen eingesetzt hat und später dann halt durch Chemie oh. ersetzt hat. Was fällt mir noch ein? Krampfanfälle, Depressionen fällt mir bei den meisten Substanzen ein. Und eins noch. Der Mato Hä? Genau. Also bei dauerhaften Kokain oder auch Amphetaminkonsum kann sich die wahnhafte Überzeugung einstellen, dass kleine Insekten unter der Haut krabbeln. Verrückt, verrückt. Alter! Diese sehr quälende Erkrankung muss psychiatrisch behandelt werden, da ja, viele bitte. Betroffene infolge des, dessen auch äh, Selbstmordgedanken hegen. Und für diese Erkrankung, die ausgelöst wird durch Kokainkonsum, gibt es sogar im ICD-10 eine Nummer, nämlich die Nummer F06.0, Organische Halluzinose. Nee, ist klar. Äh, <laughs> fällt dir noch was ein? Corona! Was? Ja, also äh, tatsächlich gibt es äh, eine Studie in den USA, die belegt, dass Menschen mit einer Abhängigkeit von Alkohol, Tabak, Opioiden und Kokain häufiger an Covid-19 erkranken und eher schwerere Verläufe haben. Oh, na schönen Dank auch. Mhm. Ja, Stichwort Risikomanagement. Ich hab's <laughs> verstanden. Gut. Hochstimmung, Kaffee. Ja, schön wär's. <laughs> ah. Mensch, ähm, also bis hierher war schon mal ganz schön erhellend, ne? das ist schön. Ähm, Äußerst anregend im Thema entsprechend fast nicht schmerzhaft, ne? Nee. Ähm, <laughs> wobei ich ja immer dachte, Chemie wäre so eine schöne, saubere Sache, aber naja, schade drum. Ähm, vielleicht so, so als Vorbote zum Rausschmeißer meine gefährliche Frage der Woche. Ist es dann quasi insgesamt besser, lieber pflanzliche Substanzen zu konsumieren? Ach, die Frage, nenne mir pflanzliche Substanzen. Pling, pling. Cannabis, ja, Cannabis, Tollkirsche, Trompetenblume, <laughs> okay. Mohn. Okay, Pilze. Pilze. Ja, gut, alles klar. Okay, ich bin dabei. Hm? Also, es gibt für mich kein besser oder schlechter. Für mich ist unter 21 äh, per se, da ist ja wieder die Spaß, Spaßbremse, alles hm. schlechter. Alkohol ist eine der gefährlichsten Substanzen der Welt. Das Ranking, also wenn du das mal eingibst im Internet, Ranking der gefährlichsten Substanzen der Welt ist Alkohol immer mindestens eins, Platz 1 eins bis 3. Hm. Methamphetamin auch, Heroin auch. Und diese Kategorisierung an sich, da geht es um Selbst- und Fremdschädigung, ähm, kategorisiert nicht pflanzlich oder chemisch, legal oder illegal. Das sind einfach Substanzen, die den Konsumenten selber und auch sein Umfeld extrem schädigen. Und es geht um gesellschaftliche, wirkungstechnische ähm, Schädigungen und weniger um molekulare Zusammensetzung, finde ich. Übrigens gibt es die Debatte. Alkohol versus Cannabis in den Schulklassen kaum noch. Das hatte ich nur vor, als ich, ja, vor zehn Jahren oder so gab es irgendwie immer diese Debatte. Mhm. Die gibt es kaum noch. Und ich denke, es geht eher auch um Jugendschutz, Aufklärung, Verführbarkeit und immer wieder auch in den Veranstaltungen um Lebensgestaltung. Und den Jugendlichen, mal ganz ehrlich, ist es meistens relativ buggy, ob pflanzlich oder. Chemisch. Also, ich habe Konsumenten, also ich kenne Jugendliche, die sagen, ich konsumiere nur pflanzlich, ich rauche und ja, genau, <laughs> mm. total pflanzlich. Ja. Ähm, also, das gibt es auch noch, aber das finde ich, wird irgendwie immer weniger. Mhm. Okay, naja, ich tappe immer wieder in die Falle. Manche Fragen sollte man einfach nicht stellen. Doch, 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 doch. Ah, Judy, also ihr habt ja jetzt gehört, liebe Kinder und Multiplikator*innen, ähm, sind wir denn damit eigentlich durch für heute oder gibt's noch Reste Rampe? Yay. yay! Ja, für alle Erwachsenen. Die Ginkgo-Stiftung für Prävention aus Mülheim an der Ruhr hat eine DVD rausgebracht. Wer da also Interesse daran hat, nochmal nachzusehen oder zu hören. Die nennt sich Drogen im Gehirn und klärt sehr unterhaltsam auf über Neurotransmitter und Drogenwirkung direkt aufs Gehirn. Und nach diesem kurzweiligen... Filmenachmittag, den ich mir gegönnt habe, hatte ich den Eindruck, ich muss tatsächlich auf mein Gehirn immer und immer wieder Acht geben, wie auch auf meine Haut oder meine Zähne. Darauf ein Riechtuch. Also vielen Dank für das Abschlusswort. Also auf, aufs Gehirn sollte man, finde ich, allgemein und immer und überhaupt gut Acht geben. Mhm. Ja. Ähm, Judy, du hast ja bestimmt da auch noch Links und sowas dazu. Das kommt wie ja. immer dann in die Shownotes. Notes. Äh, wir freuen uns nach wie vor auch natürlich immer über Feedback. Immer. Ja, bitte Feedback ganz dolle, auch wenn es euch nicht so gefallen hat, aber dann bitte auch qualifiziert. Äh, und zwar also lobt total gerne an Frau-Tiffi@web.de und Kritik auch immer gerne an Suchtprävention mit aeabo halle mersburgde Jo. 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 Ähm, und was gibt's denn das nächste Mal? Auch was Schönes? Bist du denn jetzt eigentlich stimuliert durch die Stimulanzienfolge? Ja, übelst irgendwie. Als hätte ich Kaffee getrunken. Ja, da können wir eigentlich gleich dabei bleiben. Ich habe mehr und mehr das Thema Tillidin auf dem Schirm. ich wer? Tilly was? Alles klar. Ja, Tilidin, ein Opioid, ein Schmerzmittel, was äh, durch die Deutsch-Rap-Szene irgendwie in die Konsummuster der Jugendlichen gelangt ist. Und da würde ich gerne eine kleine Folge dazu machen, wenn es recht wäre. Juhu, wir tauchen ein in die Web-Szene. Und äh, ja, dann Juhu. passt doch da jetzt nochmal der abschluss sehr gut dazu. Ich, ich mach's nochmal mit der Ukulele, ich oder? Ich mach's voll nochmal mit der Ukulele. <laughs> Adios, amigos. Tschüssi.